Ja. Gut, dann heute ohne Anmod. Ja, nein. Ja, meine lieben Freunde, damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Ausgabe hier vom Gemeinschaftsprojekt auf der Stappenbach. Natürlich immer noch am Start mit unserem Daniel. Hi, hi. Ja, und wie ihr ja seht, Ausrüstung haben wir schon am Start. Es geht heute mal ins Gras. Und ja. Da würde ich sagen, nicht lang schnacken, Koppelnacken. Jawohl, so. Ja. Oh, wir stehen ja zwei Hänger hin. Ja. Die da hingeborgt. Habe ich vergessen. Spontan. Ach so. Okay. Ja gut, es tue ich gerade mal noch so, genehmigen und so. Also, ja, ja. Ist okay. Heute ist es mal genehmigt, morgen wieder. So, dann wollen wir mal ein bisschen Heu pressen. Jawohl, ja. Jawohl, ja. War mir wurscht. Ja, fast Unfall in der City. Oh. Okay, und oh, ich hatte gerade einen kleinen Ruckler. Warum? Ja, hatte ich auch. Okay. Hat der Server sich geräuspert. Ah, ja. Solange sich nur jetzt räuspert und nicht die ganze Zeit, dann wäre ich ja ganz zufrieden. Oh ja. Weil ansonsten ja, hätten wir ja dasselbe Problem wie schon mal. Wie schon mal öfter. Ah, ja. So. Ja, ich fange unten an. Oh, jo. Da kommt von hinten ein Johnny angeflogen. Ja, so, so, kann man so sagen. Ja, du bist 6 Stundenkilometer schnellerer wie ich. Siehst du mal. Vor allem schnellerer. Schnellerer, ja, ja. Ja, warte, lass mich hier gerade noch kramen, bitte. Nö. Den Blinker wieder ausmachen? Genau, das sollten wir. Ohne. Wie war das? Vorwärtsgang und Rückwärtsfahren? Ja. Kennen wir doch schon. Denk dann, du musst die Welge auch noch ausklappen. Okay. Machen wir. Oh ja, hier kommt gerade megamäßig viel zusammen. Aber mega viel. Ist ja Wahnsinn, ne? Ich hoffe, du erkennst die Schwarz. Ja, ich gebe mir Mühe, sage ich mal so. Noch sehe ich es, aber es ist ja, es könnte lustig werden. Aber kriegen wir ihn. Ja. Ne, wir sind ja Profis genug, dass wir das hinkriegen. So. Rauchzeichen. Ach, du ziehst immer komplett durch, oder? Ja. Okay. Alles andere macht keinen Sinn. Gut. Liegen ja direkt irgendwo. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt viele Ballen rauskriegen. Nein, sieht irgendwie auch nicht. Nicht mehr nach raus, ne? Nö, nicht so wirklich.
Alter Schwede. Kommt hier Material zusammen. Ist ja... Ist ja Hammer, ne? Unfassbar. Okay. Aber gut, es war ja auch nicht gedüngt, ne? Naja, merken, das nächste Mal dünn. Das sollten wir gleich mal direkt im Anschluss tun, wenn wir die Ballen runter haben. Oder den Ballen. Wenn wir überhaupt Ballen haben, weil... Bis jetzt ist noch nicht an runter. Da hängt mir immer noch hinten drin. Ach doch, einer ist raus. Na Wahnsinn. Einer. Oh cool. Also ja. Perfekt. Würde ich jetzt mal behaupten. Das läuft richtig hart. Ach, ein zweiter. Oh geil. Dass ich das noch erleben darf. Also ja, wir sollten das echt düngen. Ja, wir sollten definitiv düngen und wir müssen das definitiv auch düngen, weil wenn wir dann wirklich mit Schafen oder so anfangen wollen dieses Jahr, ja, werden wir wohl mit drei Ballen nicht weit kommen, oder? Muss ich darauf jetzt antworten oder war das nur eine Fanfrage? Das war eine Fanfrage, aber du kannst keine antworten. Nö, du, wenn ich nicht muss, dann lasse ich das besser. Ach geil, das ist ja... Wow. Dabei sind das nur 400 Liter Ballen. Siehst du mal, ja gut, aber... Aber die kann man ja, die kann man ja bald beim Auto einsammeln. So. Soll ich überall suchen, also... Ja, sowieso die Frage, wo schmeißen wir die hin, dass die nicht unbedingt getränkt werden, ne? Weil den Schafen ist keine Halle. Ach so. Natürlich doof. Rauchzeichen in the morning. Ja. Obwohl in der Mittag. Richtig, ja. Nachmittag, wenn schon. Ach ja. So, na gut, es sind ja doch ein paar Ballchen geworden. Naja. Es ist, ja. Es ist nicht sehr viel. Nee. Hier vorne hast du Spaten liegen lassen. Echt? Oh. Naja, okay, muss ich gerne mal lang. Ja, das ist mindestens ein halber Ball. Oh, scheiße. Mann, was mache ich nur? Halben Ballen liegen lassen, Spannerei. Geht ja so mal gar nicht, ey. Oh, hier, ja, tatsächlich sehe ich. Ist ja auch geil, ne? Weil man ja auch das so gut sieht, was Wald was. Okay. So. War jetzt da noch was? Ja, da vorne ist noch eine. Ganz ja. Außen. Ach da. Scheiße. Hast du schon. Oh ja. Ach da. Oh. Ich glaube, ich hab sie. So, ich hab's. Mehr ist nicht. Boah, wow, und die ist nicht mal voll, Alter. Ich habe jetzt eine drinnen und ich krieg die. Ich weiß gar nicht, kann man die wenigstens rausziehen? Ja, die kannst du per Hand rausziehen. Die Ballen sind so easy, leicht, die kannst du per Hand anheben. Ja, Ballen kriegst du irgendwie. Im realen Leben halt auch. Die kleinen Ballen schmeißt du mit der Handtasche gegen. Okay. Weil die wiegen ja nur 15 bis 20 Kilo. Naja gut, das geht. Hallo, fällt mal die andere Balle noch raus?
Wahrscheinlich nicht. Ihr will nicht. Weiß nicht, ob du mit der Vega über die Brücke kommst. Ich bezweifle es aber. Ja, mal sehen. Also, Plan wie folgt: Ballen einsammeln und dann düngen. Richtig. So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo ist denn die Brücke? Hier. Oder man kommt, ich fahre einfach hier lang. Oder du fährst einfach durch die Straße, ja. Duckidukidu. Aber ich muss sagen, das Gespann sieht schön aus, was du fährst. Ja, klar. Ist nicht verkehrt. Wir hätten wirklich düngen sollen, ne? Ja. Kommt ja gar nichts runter. Absolut nicht. Also runter kommt hier nicht sehr viel. Nee. Also merken, Wiesen düngen. Ja. Definitiv. Dann gehe ich nachher flott den MB holen mit dem Ballenwahlhänger. Willst du dann hier unten warten? Ja, ich warte. Dann brauchst du nicht hin und her zu dackeln. Boah, Alter. Ja, bitte? Wo ist denn jetzt hier die Wo ist hier die Spur, Mann? Das sieht gut aus. Ja, jetzt aber. Ich glaube, davon habe ich was liegen lassen. Alter, wenn der Radio ist doch etwas größer als wie die Spur. Ja, ja. Das kriegte ich jetzt gerade nicht gekniffen. Das war nix. Naja, was soll's. Hauptsache, wir kriegen noch ein bisschen was zusammen. Ups. Ja. Das geht wenigstens hier. Ups, da ist immer noch. Ja, gut. Das nächste Mal wird besser. Jetzt haben wir draus gelernt. Genau. Ja, nicht in den Tümpel fahren, auch nicht mit dem Fortschritt. Echt nur. Das teure Geld. Ja, ist vor allem ungesund für den Fortschritt. Naja, deswegen, ja. Ach so, ich weiß jetzt, was wir übrigens tun können, bevor wir anfangen zu fliegen. Was denn? Wir haben doch Kompost. Ach, haben wir? Echt? Ja gut, dann ja. Der liegt schon ungefähr seit dem Winter da. Achso, ja stimmt. Oh, da war ja was. Oh. Upsa da. Ja. Gut, dann haben wir ja was zu tun, stimmt. Ja. Kompost verladen. Yeah. Und wir fahren. Wieso freut sich? Ja, yeah. Ja, auf jeden Fall. Also wenn sich irgendeiner in Steppenbach beschwert wegen dem schwarzen Nebel, ich war es nicht. Genau, der war schon. Sollen die Leute weniger Auto fahren? Echt mal, so ein Smog. Wie die in die Luft blasen. Ja, ja, können die sowieso nicht. Also wenn man die Auto fahren sieht. Nee, also Auto fahren können die nicht, das stimmt. Das stimmt, du. Da muss ich dir aber recht geben. Das müssen sie mal noch mal üben, du. Ja. Also. Doch noch mal Fahrschule besuchen und so. Unbedingt.
Ja, doch, jetzt sind da noch mal 5 Ballen rausgekommen auf dem Feld. Yay! Also sind wir vielleicht summa summarum bei 10 Ballen oder so. Von 3 Feldern. Oh, yay. Ist das ein Anfang? Ja. Also wenn wir uns 3 Schafe kaufen, tut das? Ja, das mit Sicherheit. Jeder fängt mal klein an. Genau. So. Wie war jetzt nochmal den Scheiß mit Z? Schwupps, raus mit dir, danke. Balle, vielen Dank. MB, dein Typ ist gefragt. So. Bin unterwegs. Eingeklappt haben wir wieder alles. Dann warte ich hier vorne auf dich. Jo. Dann versuchen wir die mal halbwegs akkurat drauf zu werfen. Mhm. Halbwegs akkurat. Ist ja auch gar nicht übertrieben, denn 3 Achshänger für 10 Ball. Nein. 3, jetzt sind 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na gut, lass es vielleicht 12 Ballen sein oder so. Weil hier sind schon alleine 10 Ballen auf dem Feld. Aber naja, gut, geht. Für den Anfang kann man. Dass dieser Verkehr auch mitten auf der Straße fahren muss. Ja, definitiv. Definitiv und prinzipiell, weißt du doch. Ach ja. Ich hält ihn jetzt einfach mal mitten rein. Okay. Dann lasst uns einsammeln. Cool. Lasst uns zugucken, wie Daniel einsammelt. Ja, ja, kannst helfen. Ach so. Ah. Wir machen das wirklich per Hand? Krass. Cool. Klar. Das ist immer nice. Jawohl. Los. Na, hallo? Balle? Ah, jetzt. Wolltest du sagen, wolltest du nicht oder was? Aber ich habe die Autoload-Funktion aktiviert, damit die gekramt werden. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Weil die per Hand akkurat auf den Hänger legen, nein. Er will sich nicht greifen lassen. Was, er will nicht greifen? Was? Ja, das ist Einballen, der will sich nicht packen lassen. Drecksau. Ja, muss ich an dem gleich mal nah vorbeifahren. Noch einer davon. Was denn los? Aua, Alter, Alter, wo willst du hin? Weil da macht die ein Doppelduping, weißt du, und verpisst sich. Ach so. Yeah. Ja, ja. Ich wollte sie gerade greifen, weißt du, wer macht die Doppelduping und ist wieder vor. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass unten rechts angezeigt wird, wie schwer der ist? Yep. Habe ich schon mitgekriegt, ja. 0,2 Tonnen hatte ich jetzt gerade. Ja. 464 Liter. Seit wann wird eine Balle in Liter angegeben? Keine Ahnung. Das wäre mir nämlich neu, weil Gras ist doch kein, ist doch keine Flüssigkeit. Kann man doch nicht in Litern angeben. Na gut, LS schafft das. So, haben wir jetzt alle? Ne, immer noch nicht. Okay. Aber naja, gut, der Hänger sieht noch sehr jungfräulich aus. Yay, Ballentransport mit der Hand, yay. Ich sehe nichts. Wo ist der Hänger? Wo ist der Hänger? Da. Ja, du lässt gut. Ja, ja. Sehr schön. Ich hab sie. Geil. Und weiter geht's. Yay. Ab zum nächsten Feld. Dup, 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 dup. Einmal durch den Fluss. Mal kurz die Füße gewaschen. Muss mal sein. Ne? Sollten andere Leute auch mal. Oh ja. Das soll gut tun. Soll vor allem helfen, habe ich gehört. Da
sind wir jetzt schon wieder im Herbst, das ist ja Wahnsinn. Haben wir ja bald schon wieder Winter vor uns. Ja. Ach du Scheiße, haben wir ja echt viel in diesem Jahr geschafft. Yippie. Verdammte Axt. Ja. Da wird wohl das Projekt Schafe noch ein Jahr warten müssen, oder? Boah, warum? Oder? Ich weiß nicht. Wir wissen ja was. Wir haben ein Wasserfass. Wir haben ein bisschen was an Futter. Okay. Na gut. War's das? Nö, eins weiter auf der 89. Ach stimmt, ja, das ist ja neu, ne? Ach. Aber ich spring den Schlepper direkt mit. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt schon alles war, dann wär's aber. Wow. Ja gut, nee, stimmt. Können wir eigentlich machen, ja genau. Die Frage ist nur, reicht das, was wir haben für die Schafe über den Winter? Ja, viele Schafe werden das nicht. Deswegen, weil das, ja, könnte knapp werden. Also. Aber gut, wir können ja erstmal mit zwei Schafen anfangen. Naja. Wird doch kein. Nö, ach, juckt mich nicht. Nö. Die Schafe sind nur Beiwerk. Ja. Und ich denke mal, wir werden wohl jetzt die Ballen noch verladen und dann machen wir hier mal einen Cut rein, wa? Ja, jawohl, ja. Weil wir sind doch schon wieder an der magischen Grenze. Komme. Hey. Werf dich mit einem Ball. Oh, cool. Naja. Ups. Wow, die hat auch. Wow. Alter. Die hat auch bloß 0,2 Tonnen, meine Haben Fresse. Die alle. Ja, so. Aber die Literzahl ist anders. Die hat nur 463 und nicht 467. Oder 464. Oi. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die hinfliegen, wenn ich den Arbeitsmodus ausschalte. Jo, ein paar müssen wir nachlegen, würde ich sagen. Ja, zwei, glaube ich. Ja, plus die zwei auf der Deichseite. Jo, wenn sie nicht gleich wieder runterfallen würden, wenn ich sie ablege, wäre das gut. Hallo, bleib da. So. Ja, schnapp dir erstmal die von der Deichsel. Weil die haben den ganzen Zug gerade, den Hänger gerade so zum Wackeln gebracht. Rein theoretisch könnten wir die am Hof lagern, mit dem Auto runterfahren zu den Schafen. Schmeiß mal die am Hof einfach in eine Halle rein. Toll. Das können wir tun, ja. Die eine Balle hat sich gerade wieder nach hinten verabschiedet. Ist wieder auf der. Ups, Alter. Also, der Hänger ist nicht gerade stabil. Kaum kommst du da ein bisschen dran, wackelt klar alles. Ja, das ist aber egal, womit du gegen die Anhänger kommst, ne? Das haben wir alle. Jawohl, wir haben alle. Yes. Sieht nicht schön aus, aber. Ah, ist zweckmäßig. So. Na dann lassen wir mal Daniel von wegfahren. Der kommt da hinten ja schon. Jawohl, ja. Ich bleib dann direkt oben neben der Halle stehen, dass man die so reinschmeißen kann. Jo. Naja, schön ist was anderes. Ja, wie gesagt. Hauptsache zweckmäßig. Ja. Sollen sie sind. Der ist gecrashed. Oh je. Big Unfall, yay. Oh je. Nix mehr Big City Life. Oh nein. Einmal über den Fußweg bitte, danke. Passt du. Also, passt. Was nicht passt, du passen gemacht. Aua. Leck, Alter. Und voll gegen den Pfeiler. Also gegen die Mauer, Alter. Fan dir. Die schöne Kirchenmauer, ach nee, die Kosten. Bringst du die Velga gleich direkt wieder zum Händler? Ach so, ja, klar. War ein Porphyr-Modell. Ah, okay, dann, ja, dann mache ich das natürlich gleich. Wir haben nämlich noch die alte MF oh, Alter. Am Hof selber stehen. Ach so, okay, ja, nee, dann bringe ich die gleich wieder zum Händler. Freut er sich. Ja, ja, der freut sich, ne, also unversehrt und. Ja, das war wieder wie? Das war wieder hier unten, ne? Ja, okay. Ah, dürfte tun, bleib stehen.
Hab abgehängt. Zurückgeben. Da waren es rum. Bitte schön, Händler. Da fahren wir mal wieder zurück. Fahr mich nicht platt. Nö, nö. Ist ja groß genug. Angstschweiß. Ja, fahren kann er. Ja. Wenn er sonst nicht kann, aber fahren kann er. Dann schmeiß ich dir die Dinger gleich zu oder du mir und ab in die Ecke damit. Genau. Ab erstmal in das Motorloch hier wieder mit dem Trecker. Ja. Und erstmal den Cup einsetzen. Ja, genau. Ja, meine lieben Freunde, an der Stelle würde ich mich jetzt mal oder würden wir uns mal von euch verabschieden. Bedanken uns natürlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Würden uns auch freuen, in der nächsten Folge euch wiederzusehen am Start. Ja, und bis dahin verabschieden wir uns und sagen mal ciao, ciao. Bis demnächst. Haut rein. Tschüss.